Zeit, Geld dafür hier an diesem Abend sind, was wir nicht mehr sehen. Genau, danke. Also Artikel 13 würde erstmal in seiner jetzigen Form dafür sorgen, dass sowohl auf Plattformen wie YouTube als auch auf Instagram du nicht mehr einfach so User-Generated Content hochladen kannst, weil alles müsste gefiltert werden. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich mit einigen großen Creatoren, wie zum Beispiel auch mir, Verträge geschlossen werden würden. Also ich sehe tatsächlich für mich persönlich nicht das große Problem. Ich sehe das Problem für das allgemeine Internet, dass nicht mehr Leute nachkommen können, dass du nicht mehr so wie heute einfach dir sagen kannst, ich nehme was auf, so wie ihr gerade hier, und ich lade es einfach hoch. Sondern dass es nur geht, wenn man schon bereits groß ist. Ich glaube, das ist der große Nachteil von Artikel 13. Grundsätzlich bin ich nicht gegen ein neues Urheberrecht. Das Urheberrecht muss natürlich erweitert werden zur Internetkultur, zu den neuen Medien. Aber ich bin gegen die Paragraphen, die im Artikel 13 drin enthalten sind. Sich Professoren für Urheberrecht sagen, ey, Artikel 11, Artikel 13 ist eine Katastrophe. Wir dürfen nicht zulassen, dass es das gibt. Dass der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte sagt, ey, für Meinungsfreiheit ist das ziemliche Scheiße. Dass unser Datenschutzbeauftragter sagt, ey Leute, das ist datenschutzmäßig ziemlich blöd. Dass die ganzen IT-Leute, die ganzen Experten sagen, ey, das ist technisch nicht mal umsetzbar. Und wieso sollten wir dann, wenn die Richtlinie so schlecht ist, handwerklich so eine Katastrophe, wieso sollten wir die jetzt unverändert durchwinken, anstatt einfach nochmal ranzugehen an diese Richtlinie und eine ordentliche zu machen? Das Web wird nicht mehr dasselbe sein wie vorher. Und das dürfen wir nicht zulassen, denn wir sind die Lobby für das Internet. Und wir sind die Lobby für unsere Kultur. Und wir sind auch die Lobby für unsere Zukunft und für unsere eigene Generation. Und wir müssen etwas verändern, denn die anderen werden es nicht tun. Ja, Mann. Also von hier oben, ich bin erstmal echt geflasht. Das ist saumäßig geil, dass wir das geschafft haben, dass ihr heute alle hier seid. Ich finde das sehr, sehr stark, wie viele Leute gekommen sind. Also es hat sich ja mit jeder Demo weiter gesteigert. Und heute, also ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, ist auf jeden Fall massiv, was da los ist. Und ich finde es besonders stark, was für Leute hergekommen sind. Aus allen Altersklassen kommen die Menschen hierher. Und es sind auch viele, die nie auf einer Demo vorher waren, aber die jetzt gemerkt haben, okay, das Thema, das geht uns wirklich alle was an. Und hierfür möchte ich auf die Straße gehen. Und das finde ich sehr, sehr stark. Das ist sehr überwältigend. Also ich glaube, die größere Demo war nur noch die Stopp-TTIP-Demo in Berlin damals mit 200.000 oder so, aber wenn wir jetzt alle Demos, die jetzt dezentral laufen, zusammennehmen, kommen wir eigentlich auch auf diese Zahl. Ich bin überwältigt.